Herzlich willkommen im Podcast Feel Good for Personal. Mein Name ist Anja Pötsch und als Personalerin und Feel Good Managerin unterstütze ich dich rund um die Themen Personalführung, Personalmarketing und natürlich Feel Good Management. Hier im Podcast gibt es Personalerwissen to go vom Personaler für Nicht-Personaler und alle, die sich mit dem Thema Personalführung und Personalarbeit beschäftigen. In diesem Sinne viel Spaß und ich freue mich, dass du dabei bist. Schön, dass du wieder mit dabei bist. In unserer heutigen Folge, beziehungsweise noch ist es ja meine Folge von mir für dich, geht es so um meine Gedanken, die ich mir mache bezüglich meines eigentlichen Denkens. Wie denke ich über welche Dinge, welchen Einfluss hat Denken auf mich oder die Art meiner Gedanken? Und für alle, die sich mit Mindset beschäftigen, mit dem Thema Verkaufen, mit Führung, da wird es immer wieder den einen oder anderen geben, dem wird Napoleon Hill etwas sagen oder Brian Tracy oder viele andere aktuelle oder weniger aktuelle Autoren oder Leute, die sich damit beschäftigt haben. Und das Interessante ist, dass gerade auch die Menschen, gerade wie Napoleon Hill, die ja nun schon gar nicht mehr wirklich auf der Erde sind, also gerade Napoleon Hill wurde ja schon 1883 geboren in Virginia und hat dann sich wirklich wahnsinnig viel mit wie werde ich erfolgreich mit diesen Gesetzen oder, man kann schon sagen Gesetzen, damit mit diesen Routinen hat er sich 25 Jahre lang beschäftigt und hat das alles aufgeschrieben. Seine Bücher sind mega erfolgreich, er hat diesen Weltbestseller geschrieben, Denke nach und werde reich, also das ist eines der erfolgreichsten Bücher überhaupt. Er selber ist bereits 1970 verstorben und ja, wie es halt so kommt, manchmal hat man davon was gehört und dann kommt es wieder auf einen zu und so war das bei mir jetzt auch, dass ich mir von Napoleon Hill einige Sachen einfach angehört habe. Nicht immer ist der Redestil jetzt noch dem der heutigen Zeit entsprechend, aber ich bin ja tatsächlich wahnsinnig verblüfft, wie treffend viele dieser Aussagen von ihm einfach sind. Man könnte manche Sätze nehmen und sie geradewegs in unsere Zeit katapultieren und wüsste nicht, dass sie bereits vor gefühlt 100 Jahren niedergeschrieben worden sind. Ich gehe ja leidenschaftlich gerne in Buchläden und was dem einen die Schuhe oder die Handtasche, das sind bei mir einfach echt Bücher. Und ich fand es sehr cool, dass es jetzt von Napoleon Hill ein Buch gibt, das heißt der tägliche Napoleon Hill, wahrscheinlich gibt es auch schon länger, aber mich hat es halt jetzt quasi erst gefunden und da ist für jeden Tag ein Spruch drin und wenn ich jetzt heute mal für den 6. August gucke, da geht es um Misserfolge und Niederlagen, sozusagen Lektion 6. Erfolg braucht keine Erklärung, Misserfolg muss mit Alibis kaschiert werden, steht da. Der sicherste Weg, in einer Organisation oder einer Branche akzeptiert zu werden, ist, erfolgreich zu sein. Leider ist es im Leben nicht immer so. Egal, wie viele Gedanken Sie sich zu einem Thema machen oder wie rational Sie eine Entscheidung treffen, egal, wie gut Sie vorbereitet sind, Sie werden immer wieder Fehler machen. Das ist menschlich. Machen Sie sich vor allem klar, dass es vorübergehende Rückschläge keinen dauerhaften Misserfolg bedeuten. Erfolgreiche Menschen erkennen an, dass wir alle vorübergehende Rückschläge erleiden, die uns unsere Leistung neu bewerten und Fehler korrigieren lassen, um Erfolg zu haben. Sie wissen, dass widrige Umstände niemals für immer sind. Tja, warum mache ich das heute zum Thema in meinem Podcast? Es sind hier gleich verschiedenste Aspekte, die mich zum Nachdenken anregen. Also erstmal dieses: Ich muss erfolgreich sein, damit ich anerkannt werde. Und
Das gilt ja im Grunde genommen für uns alle. Wenn ich das jetzt mal in die Richtung des Personalers oder des Unternehmers lenke, erstmal muss das Unternehmen erfolgreich sein. Oder ich als Unternehmer. Wenn mir das gelingt, dann habe ich irgendwann Mitarbeitende und auch die müssen im Grunde genommen an der Stelle, wo sie sich befinden, einen guten Job machen. Und wir können nicht immer zu jeder Zeit erfolgreich sein und wir können eben auch nicht immer einen guten Job machen und es wird, und damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt, Situationen geben, in denen wir Fehler machen. In meiner Ausbildung als Coach hat eine Dozentin zu mir gesagt, das Wort Fehler beinhaltet das Wort Fehlen. Also sei nicht traurig, wenn du einen Fehler gemacht hast. Es zeigt dir nur, dass dir noch Wissen gefehlt hat. Und das hat mich so nachhaltig beeindruckt. A, habe ich das nicht vergessen und B, habe ich diesen Spruch oder das Zitat, wie auch immer man es nennen möchte, tatsächlich ganz häufig genutzt, wenn meine Kinder in der Schule eine schlechte Arbeit mit nach Hause gebracht haben. Und da stand, wie viele Fehler sie gemacht haben. Und ich sag mal klar, die waren natürlich auch nicht mega begeistert, wenn die da eine 3 oder eine 4 oder schlechter mit nach Hause gebracht haben. Wer fühlt sich da schon gut? Und da konnte ich immer damit argumentieren, die hat hier noch Wissen gefehlt. Lass den Kopf nicht hängen. Sobald du dieses Wissen erwirbst, geht das los. Und damit konnte ich dieses Ich habe versagt wieder auf eine andere Ebene bringen. Eine, die dir das Gefühl gibt, du hast die Fäden ja doch irgendwie in der Hand. Ne? Du bist nicht schlecht. Du hast das eben noch nicht perfekt drauf gehabt, weil dir eben noch etwas gefehlt hat. Und seitdem gehe ich auch für mich selber ganz anders mit Fehlern um. Immer aus diesem Hintergrund heraus, da hat Wissen gefehlt, da haben mir Möglichkeiten gefehlt oder andere Dinge. Und ich würde mir wahnsinnig, wirklich wahnsinnig wünschen, wenn es uns gelänge, dass noch viel mehr Menschen da draußen genauso mit Fehlern umgehen würden. In den vielen Jobs, die ich schon haben durfte, auch wenn sie nicht immer gefühlt erfolgreich verlaufen sind, habe ich Fehler gemacht. Ich habe auch Fehler gemacht, als ich mit 24 Jahren mein erstes Unternehmen übernommen habe. Wenn ich mir vorstelle, welche Ansprache ich da gehalten habe an meine neuen Mitarbeitenden, ach, wie wenig Respekt darüber gekommen ist. Ich wollte cool sein, ja, und habe auch eine entsprechend coole Ansprache gehalten. Was dann auch dazu geführt hat, dass der Küchenchef des Restaurants am nächsten Tag nicht mehr auf Arbeit gekommen ist und ich stand als totaler Newbie mit einem Restaurant ohne Küchenchef da. Rückwirkend kann ich sagen, ja, kann ich verstehen. Der hat wahrscheinlich empfunden, da kommt so ein junger Schnösel, keine Ahnung von irgendwas, so ein Blondchen und will mir jetzt sagen, wie die Welt geht. Da bin ich auf die Nase gefallen. Ich habe es nicht gleich als Fehler empfunden. Das Bewusstsein dafür kam wirklich erst sehr viel später. Aber es gibt auch so viele Gelegenheiten. Auch in meinem letzten Job war das so. Da, wie soll ich das beschreiben? Wir haben einfach kein für alle passendes Ergebnis erzielt, als es darum ging, ein Schriftstück anzufertigen. Eigentlich was Banales. Aber die zwei, die darüber zu entscheiden hatten, pinkten sozusagen den Ball von A nach B und ich habe mich gefühlt wie dieser Ball. Ich habe nur gehört, nee, das ist es nicht, das gefällt uns nicht. Und hat der eine gesagt, mir gefällt's, hat der andere gesagt, mir gefällt's nicht. Und ich habe mich dazwischen total aufgerieben. Wir sind in keinster Weise in ein konstruktives Miteinander gekommen und das hat mir nochmal gezeigt, wie bescheiden es um unsere Fehlerkultur bestellt war. Das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig es ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, eben vor allem auch in Firmen, im Umgang mit uns selber. Wie gehen wir mit Fehlern um? Wie gehen wir damit um, wenn da Wissen fehlt oder wenn Kommunikation fehlt? Es ist nicht immer das Wissen. Gerade mein letztes eigenes Erleben hat mir gezeigt,
Hier hat Kommunikation gefehlt. Hier hat das Miteinander gefehlt, der Wille, es gemeinsam zu schaffen. Hier ging es eher dann zum Schluss darum, ach, lass mir doch mal machen, gucken wir mal, wo das endet. Und jetzt frage ich dich, hör doch mal in dich rein. Wann hast du vielleicht was Ähnliches erlebt? Als es um Fehler ging, wie tolerant bist du mit Fehlern? Bei eigenen oder auch bei Fehlern, die jemand anders macht, die dein Mitarbeitender macht, die dein Kollege macht? Freust du dich insgeheim, weil du dann da als der Bessere, der Schlauere, der Kompetentere dastehst? Oder greifst du damit an? Hilfst du gerne? Unterstützt du? Steuerst du dieses Fehlende bei? Die fehlende Kommunikation, die fehlende Empathie, das fehlende Wissen und was auch immer sonst noch gefehlt haben mag bei irgendeinem Prozess. Und das Ganze könnte man natürlich jetzt noch mega ausweiten mit den Fehlern, mit diesen Misserfolgen, mit diesen Rückschlägen. Und das ist das Coole, also ich empfehle euch wirklich, hört euch immer mal wieder so einen alten Bestseller oder Dauerbrenner an, diese Gesetze, von denen gesprochen wird. Da ist wirklich was dran. Es ist unser Mindset. Was denken wir? Wie denken wir über eine Sache? Wenn etwas nicht gleich von Anfang an klappt, haben wir da Ausdauer, haben wir Mut, uns diesen Rückschlägen zu stellen? Fragen wir uns manchmal auch, warum hat der jetzt die Beförderung bekommen und ich nicht? Woran lag's? Weil ich ja vermeintlich ebenbürtig bin. Was hat hier gefehlt, wenn ich nach außen oder für mich gefühlt keinen Fehler gemacht habe? Wie gehe ich mit diesem Misserfolg um? Reflektiere ich das? Nehme ich das als Ansporn, es neu anzugehen, es anders anzugehen, es einfach vielleicht noch besser zu machen? Oder schmoll ich, gebe den anderen die Schuld? Frage ich mich, inwieweit hatte ich das in der Hand oder eben auch nicht? Und wie erkennen wir Menschen an, die scheinbar erfolgreicher gewesen sind? Sind sie uns Mutmacher? Lernen wir von ihnen? Wann hast du dich das letzte Mal wirklich gefragt, ob du dich erfolgreich gefühlt hast? Und da sind wir schon wieder bei diesen, ich liebe Wortspiele, ihr werdet das auch bald noch öfter hören wahrscheinlich, in dem Wort Erfolg steckt für mich auch das Wort erfolgt drinne. Das heißt, es ist etwas erfolgt und etwas kann nur erfolgen, wenn ich etwas dafür getan habe. Das heißt, Erfolg kann sich nur einstellen, wenn ich aktiv bin, wenn du aktiv bist. Und aktiv sein kann man auf so vielen, mega vielen Ebenen. Wir sind es heute mal so ein bisschen beim Mindset, bei unseren Gedanken. Die Augen blicklich natürlich auch wieder etwas davon beeinflussen oder ja, die Gedanken beeinflussen tatsächlich auch unser Tun. Und kommen wir zum Ende von dieser kleinen Lektion, wo es darum geht, dass wir unsere Leistung neu bewerten, dass sich auch Fehler korrigieren lassen, um eben Erfolg zu haben. Das heißt, wenn ich also das Fehlende beigesteuert habe, dann habe ich etwas ganz aktiv getan. Und damit kann auch wieder etwas erfolgen. Das heißt, dann kannst du erfolgreich sein in dem, was du gerade tust. Und es sind ja ganz vielmals die kleinen Dinge, die uns erfolgreich sein lassen oder die uns, wenn ich vielleicht auch erfolgreich sein mal ein bisschen weiter definiere, erfolgreich heißt nicht nur der beste Job oder, keine Ahnung, der Beste im Verein zu sein oder Unternehmer des Jahres zu werden. Ich bin zum Beispiel für mich auch erfolgreich, wenn ich meinen Tag gut durchgezogen habe. Also ich bin gerade in einer ganz aktiven Phase, wo ich versuche, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln. Stelle ich mit Sicherheit, wenn ich fertig bin, auch hier im Podcast noch vor.
Und dazu trete ich ganz gezielt mit Leuten in Austausch. Und das erfordert auch ein bisschen Mut. Also ich glaube fast, damit ist schon die Idee für die nächste Folge im Podcast geboren. Ich werde euch einfach ein bisschen was darüber berichten, was mich antreibt. Und um den Brückenschlag wieder zu diesem Tun zu bringen, ich fühle mich erfolgreich, wenn es mir gelungen ist, das, was ich mir vorgenommen habe, einfach durchzuziehen, wenn ich mich nicht habe ablenken lassen. Und damit endet eben quasi auch schon wieder, dass ich weiß, dass widrige Umstände niemals für immer sind. Das heißt, wenn ich jetzt noch nicht vermeintlich erfolgreich war, dann ist das nicht für immer. Bis ans Ende aller Tage so. Ich hab's in der Hand. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir Erfolg braucht keine Erklärung. Misserfolg muss mit Alibis kaschiert werden. Und alles das, was Napoleon Hill dann im Nachgang schreibt, auch dir ein bisschen Inspiration gibt, du mit Frechmut in dein nächstes Projekt startest, du mit Frechmut hinterfragst, woran es gelegen hat, dass das beim letzten Mal vielleicht nicht so geklappt hat, wie du wolltest, dass sich da ein Fehler eingeschlichen hat. Und das Wort Fehler einschleichen, das wird sich ja auch in einer der nächsten Folge nochmal gezielt Beachtung finden, wenn es darum geht, wenn der Stress überhand nimmt. Und ich kann jetzt hier schon mal eine kleine Vorankündigung machen, auf die ich mich sehr freue. Ich habe eine ganz tolle Frau kennengelernt und mit der wird es dann wahrscheinlich ab September, spätestens Oktober, hoffentlich eine gemeinschaftliche Podcast-Folgen-Serie geben. Also ich freue mich da jetzt einfach mal drauf. Wir haben gerade ein gemeinschaftliches Kennenlerngespräch gehabt und sind beide so mega inspiriert daraus gegangen. Antje ist Entspannungstherapeutin und kennt sich mit Stressmanagement mega gut aus, hat da tolle Angebote für Firmen im Angebot und ja, wie gesagt, es war ein total inspirierendes Kennenlernen, das rödelt in unseren Köpfen und wir haben sofort beschlossen, uns geht da so viel Positives durch den Kopf. Daran wollen wir euch natürlich auch teilhaben lassen. Deshalb wird das Thema, wie gehe ich mit Fehlern aufgrund von Stress, die deshalb entstehen, weil ich überlastet bin, weil ich mit Riesenschritten auf den Burnout zusteuere, wie gehe ich damit um? Das als kleine Vorankündigung und ich wünsche dir bis zum nächsten Mal eine gute Zeit in deinem Ohr, deine Anja und immer wieder die Ohren auf. Dir gefällt, was du hörst? Dann abonnier doch einfach den Podcast und verpasse keine Folge mehr. Lass gerne eine Bewertung bei iTunes da und empfehle den Podcast an alle, denen die Personalthemen am Herzen liegen. Du hast Themenwünsche oder möchtest gerne mal Gast hier am Podcast sein? Kein Thema, dann einfach eine kurze E-Mail an frechmut@gmx.de. Ich freue mich drauf.